Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Lifeless Planet. Ich bin hier am Stausee immer noch. Und was ist das hier? Sind irgendwie... sind Pflanzen oder sowas? Irgendwelche Dornbüsche. Also so, naja, Büsche. Doch, guck mal, der Felsen hier ist ja auch überwuchert. Da sind ja so Ranken drauf. Jetzt sehe ich das erstmal. Jetzt erkenne ich das erstmal. Der ist berankt. Darum rankt sich ein Mysterium. Vielleicht bin ich ja jetzt hier in der grünen Ecke. Hallo? Das Spiel führt mich in eine Sackgasse rein. Ja. Ach so, nee, Moment. Ich ahne, glaube ich, schon, wo ich eigentlich hin muss. So? Ach nö. Ach nee, nicht sowas. Sowas kann ich doch wieder. Das kann ich doch wieder nicht. Mann. Das kann ich doch wieder nicht richtig. Moment. Ich weiß ja nicht mal, von welchem Punkt man hier am besten abspringt. Vor allem jedes Mal, wenn ich da runterfalle, muss ich wieder von hier vorne anfangen. Oh, nee, ne? Okay. Die nächsten 100 Folgen Lifeless Planet, die sind schon mal geritzt, ja? Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid, wie das jetzt hier weitergeht? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht der Weg, oder? Das ist jetzt nicht wirklich der Weg. Ah, okay. Boah, habt ihr gesehen, wie ich da gerade noch so hoch geglitscht bin? Alter. Okay, immer schön mit Anlauf. Das war gut. Das war auch gut. Und... ja, das ist ja schon das Hindernis, an dem ich nicht vorbeikam. Ja. Dann... hör auf, dich zu verglitschen, du Glitscher. So. Irgendwas da? Nee. Vorsichtig runter. Okay, jetzt ist auch ein Point of No Return wieder. Wo sind wir jetzt? Ach so. Ich wollte gerade sagen, warum steht er plötzlich in der Luft? Aber es hat einfach nur gespeichert. Kraftwerk. Und damit ist anscheinend nicht die Gruppe gemeint, also die Musikgruppe, sondern tatsächlich ein echtes Kraftwerk. Was? Irgendwas hat gerade geraschelt. Oh. Das hat geraschelt. Elektrostatische Entladungen. Und da hinten steigt ein glühender Nebel auf. Schwaden. Nebelige Schwaden. Nebelige Schwaben. Schwaden. Moment, kann ich hier hoch? Ha! Wusste ich doch. Wusste ich. Was? Eine Sequenz. Ja. Hä? Mobiles Roboterarmsystem erhalten. Cool. Wie nutze ich das? Ah, guck mal, da ist Text. Oh nein. Ruhe. Reicht das, wenn ich da hinten... da ist noch ein Dokument. Mist. Seid doch ruhig. Psst. So. Lesen. Bericht 71. Unglaubliche Energie. Wir hatten Glück bei unserer Ankunft, dass dieser Planet nicht von uns abhängig ist, um seine Ressourcen in nutzbare Energiesysteme umzuwandeln. In der Tat gab es bereits ein Netzwerk an Geräten, das unseren Energiebedarf abdecken konnte. Trotz ihres seltsamen Erscheinungsbildes und ihrer kuriosen Konstruktion, sodass wir schnell... für uns beanspruchten. Seltsamerweise schienen aber die Kontrollsysteme, mit denen diese Geräte aktiviert wurden, für ein sehr großes Wesen konstruiert worden sind zu sein. Viel größer als ein Mensch oder irgendwas, dem wir seit unserer Ankunft begegnet waren.
Unabhängig davon entwickelten wir unsere brillanten Ingenieure schnell eine kreative Roboterlösung. Mit diesem mechanischen Arm erreichen wir hochgelegene Orte, sodass wir die erforderlichen Komponenten ohne architektonische Lösungen bedienen können, um die gleiche Leistung zu vollbringen. Dennoch bleibt der Grund für die Größe dieser Steuerungssysteme unverständlich. Gab es bereits vor uns Besucher auf diesem Planeten oder könnte es wirklich Leben jenseits der Vegetation geben? Aus dem Russischen automatisch übersetzt. So, sabbelt der noch rum, der Russe? Nee, er sabbelt nicht mehr. Ups, Entschuldigung. Er labert nicht mehr, die alte Labertasche. So, Moment, hopp. Wie habe ich das gemacht vorhin? Ich bin hier drauf und von da... Ja, das war so klar, dass ich es jetzt wieder nicht schaffe. Da sind ja noch mal Dokumente da oben, die will ich ja noch, die will ich ja lesen. Moment, wie habe ich das denn gemacht? Wie habe ich das denn vorhin so skillig geschafft? Moment, jetzt reiß dich mal zusammen hier. Hops. Und... Scheiße! Mann, wieso habe ich denn vorhin so viel Skill gehabt und jetzt fail ich wieder? Das ist doch... Ach, Alter, jetzt fängt das auch noch so an, so zu lecken plötzlich. Was geht hier ab? Nee, irgendwie... Ich habe gerade kein Mojo mehr. Irgendwas ist gerade nicht richtig. Das gibt es doch nicht. Auf einmal ist das hier voll die Aufgabe, hier hochzukommen. Ja, oh... Meine Güte. So, das hatten wir gerade gehabt. Jetzt kommt das. Der mobile Roboterarm funktioniert endlich. Wir fanden heraus, dass herkömmliche Batterien... Achso, Moment, nee, Moment. Der mobile Roboterarm funktioniert endlich. Wir fanden heraus, dass herkömmliche Batterien in der Nähe der Strukturen nicht funktionieren. Dann schlug ein Junior-Techniker vor, das grüne Feuer selbst als Energiequelle für den Arm zu verwenden. Nach Wochen der Arbeit waren wir endlich erfolgreich. Der Arm bezieht endlich Energie aus den Strukturen. Eine perfekte Lösung für unsere ausweglose Situation. Okay, die hatten eine ausweglose Situation. Ah ja, stimmt, ja, die hatten ja diese Sache mit dem Virus und so. Hm. Boah. Aber wie benutze ich den denn jetzt? Was ist das denn hier? Eine Glocke? Das sieht aus wie eine riesige Glocke irgendwie. So eine Bimmel, so eine Tischbimmel. Oh Gott. Das wird mit dem Jetpack nicht funktionieren, das kann ich schon mal sagen. Ich muss hier wieder balancieren. Wie kann ich denn diesen Roboterarm jetzt einsetzen? Und für was kann ich den einsetzen? Schauen wir mal. Also das ist hier anscheinend so eine von diesen übergroßen Steuerungseinrichtungen, die er meinte, oder? Ah. This structure appears to draw power from that green rock. Energiestrukturen. Ich bin auf eine Art Kraftwerk gestoßen. Eine Anordnung von Tesla-Spulen umgibt eine geheimnisvolle monolithische Struktur. Die gesamte Vorrichtung scheint ihre Energie von einem glühenden grünen Fels im Inneren des Monolithen zu beziehen. Der schwebt und vor Energie pulsiert. Monolith, wo ist denn hier? Ach da. Das ist ein Monolith, okay. Ich habe jetzt irgendwie an was gedacht, so wie in 2001 Odyssee im Weltraum. Da leuchtet grün das Kabel. Ah, da kann ich was machen. Was passiert? Irgendwas passiert. Hä? Ich höre ein Geräusch und irgendwas passiert. Ah! Alles klar. Ja, komm. Ich bin da. Ah ja. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, dieses Geräusch ist schon auf die Dauer ein bisschen nervig, weil es vor allem auch immer das gleiche Geräusch ist. Keine Variation in dem Soundeffekt.
Ruhe. So. Das bricht doch bestimmt ein, oder? Doch nicht, okay. Ja, ob die Welten hier so dynamisch sind, weiß ich gar nicht. Also, das Einzige war ja da, wo ich da was wegsprengen konnte. Mit dem Dynamit. Das war aber auch schon alles. Da kann ich nichts machen an der Konsole. Ah! MY. Ah, okay. Ich habe einfach nur M gedrückt. Oh, ein Minispiel. Ein Mini-Minispiel. Okay, mit Maustaste kann ich greifen. Und WASD kann ich hin und her schwenken. Kann ich auch irgendwie den Arm ausfahren? E und Q. Moment. Ah, okay. Ich verstehe. Ich kann da... Ah, ich muss das Teil hier wahrscheinlich da in das Loch reinstecken. Ha! So. Nein. Zurück. Hoch. Jawohl. Und, ja, M. Haha. Ja, wie gesagt, wenn ihr mal Probleme mit Alien-Technologie habt, wendet euch an mich. Ich finde die Lösung sofort, die richtige. Ich bin der Experte für Alien-Technologie. Und, der Zweck des Ganzen ist jetzt nochmal was? Moment. Bestimmt hier wieder diesen Lift zu aktivieren. Hä? Ah ja. Muss zweimal drücken. Okay. Ja, ja, manchmal muss man halt einfach zweimal drücken. Da reicht einmal nicht. Also, ich könnte mir auch wetten, dass es da Leute gibt, die, wenn die drücken und es passiert nichts, die gehen dann nochmal zurück und gucken sich alles nochmal an. Von wegen, habe ich das jetzt richtig gemacht? Und dann muss ich vielleicht hinten noch irgendwas machen, damit es funktioniert? Hier zum Beispiel. Ja. Gibt bestimmt solche Leute, die dann glauben, sie hätten irgendwas falsch gemacht am Anfang des Levels. Nicht, dass ich zu solchen Leuten gehören würde. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Also der Lift könnte ruhig eine Idee schneller fahren. Die ziehen das hier ein bisschen in die Länge, ein bisschen künstlich mit diesen Aufzügen. 4 Stunden soll das Spiel lang sein. Insgesamt. Oh Gott, das war schon wieder so knapp gerade. Ja, 4 Stunden soll es lang sein. Und mit solchen Aufzugssituationen kann man ja die Spielzeit wunderbar strecken, ne? Das ist ein bisschen wie die Wegstrecken in Watch Dogs, die übermäßig lang sind. Ach, hier brauche ich wieder eine Sprengladung oder sowas, wa? Sieht jedenfalls so aus. Vielleicht liegt der hier zufällig... Ja, das ist nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das sah schon so aus, als ob man da sprengen muss. Das ist unglaublich. Und also, nee, okay. Wie geil ist das denn? Das ist nicht irgendwie, weil ich hell sehen kann oder so, ja. Das ist einfach so durchschaubar designt gerade, dass man das irgendwie nicht verfehlen kann. Ja. So. Was ist das hier? Das ist wieder so eine Konsole. Das ist nicht aktiv hier. Da kann ich auch nichts machen. Ich kann nur... Ach, ich muss wieder... Nee. Ich dachte, ich muss gerade wieder balancieren, aber ich muss tatsächlich nur hier raufgehen. Boah, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Kann ich das machen? Kann ich da drauf balancieren? Ja, geil, das geht sogar. Wie geil ist das denn? Ah, da komme ich nicht durch, schade. Sonst hätte ich nämlich gesagt, ich balanciere auf dem Seil da lang, aber da komme ich leider nicht dran vorbei, an dem Seil, was da drüber noch gespannt ist. Haben sie vielleicht auch mit Absicht dahin gemacht, dass man da nicht drüber läuft über das Seil und dass man den Lift stattdessen benutzt.
So, ich würde sagen, diese Seilbahn zu den Sternen, zum Stargate, da hinten sehe ich schon das Stargate, benutzen wir in der nächsten Folge Lifeless Planet. Bis dann, ciao, ciao.